Rund 300 Gläubige hatten sich am Morgen des 22. Februar versammelt, als der tschechische Bischof František Lobkowicz von Ostrava-Opava und seine Konzelebranten, darunter die beiden Weihbischöfe Gerhard Pischel und Jörg Peters, sowie der Provinzial der Palutiner in Deutschland und Österreich, Pater Helmut Schaler, in die Palotti-Kirche in Fallenda einzogen. Ein feierliches Pontifikalamt in Gedenken an den 70. Todestag von Pater Richard Henkes mit Gästen aus dem Westerwald und Tschechien. Ein Szenario, das dem Ruppach Goldhausener, der jahrelang in Tschechien als Seelsorger tätig war, nicht besser hätte gerecht werden können. Seine heroische Christusnachfolge bekannt und viele Menschen zum Ansporn für ein christliches Leben werden. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Vor 70 Jahren starb Richard Henkes im Konzentrationslager Dachau. Der Palutinerpater, der wegen seiner offenen Worte gegen das Naziregime im KZ landete, hatte sich Ende 1944 freiwillig zur Pflege erkrankter Mithäftlinge gemeldet und sich nach etwa 8 Wochen mit der tödlichen Krankheit Typhus angesteckt. Überlebende KZ-Priester hatten sich seit Beginn der 80er Jahre für eine Seligsprechung von Pater Richard Henke stark gemacht. Im April 2003 wurde der Seligsprechungsprozess für den mutigen Westerwälder im Bistum Limburg offiziell eröffnet. Der Vizepostulator des Seligsprechungsprozesses, Professor Pater Dr. Manfred Probst, hatte die Gedenkfeierlichkeiten in Fallenda organisiert und dazu eine tschechische Delegation aus Drahovice, dem letzten Wirkungsort von Pater Henkes, eingeladen. Die Tschechen beobachten die Entwicklung des Seligsprechungsprozesses mit aufrichtigem, ja fast leidenschaftlichem Interesse. Pater Richard Henkes hat Spuren hinterlassen. Sein Schicksal im KZ Dachau beschäftigt sie noch heute. Nächstenliebe war für Pater Richard Henkes kein bloßes Lippenbekenntnis. In einer Umgebung aus Hass begegnete er seinen Mitmenschen mit Liebe, auch wenn es seinen Tod bedeuten sollte. Wir haben vor Augen eben fantastische Menschen, die auch in dieser Grausamkeit haben das Gute in sich bewahrt. Und dazu gehören alle die Märtyrer aus dem 20. Jahrhundert. Für seine Verehrer ist Pater Richard Henkes bereits ein Märtyrer. Bestätigt werden kann dies offiziell nur durch eine Seligsprechung. Nach Abschluss des bischöflichen Erhebungsverfahrens konnte der Postulator Pater Manfred Probst zusammen mit Pater Norbert Hannapel die Akten nach Rom überbringen. Dort wurden sie geprüft und anerkannt. Nun heißt es abwarten. Weil er Märtyrer ist, kann es sein, dass wir das ein bisschen schneller durchkriegen. Da ist kein Wunder notwendig bei der Seligsprechung, sondern nur die Anerkennung, dass er Märtyrer ist. Durch das, was er getan hat. Und was hat er getan? Er hat wissentlich sein Leben aufs Spiel gesetzt und letztendlich geopfert, um anderen zu helfen. Und ganz nachhaltig hat er noch etwas anderes bewirkt. Er hat posthum eine ganz besondere Freundschaft zwischen Deutschen und Tschechen gestiftet. Er selbst hat es ja vorgemacht. In eher ungünstigen Zeiten, wie Pater Manfred Probst in seinem Vortrag während des Festaktes in der Philosophisch-Theologischen Hochschule herausarbeitete. Im Fokus das enge Verhältnis zwischen Josef Beran, dem späteren Kardinal von Prag, und Pater Richard Henkes im KZ Dachau.
Wie stark das Fundament ist, das Pater Richard Henkes seinerzeit gelegt hat, spürte man an seinem Todestag, an diesem Ort, dem Palutinerfriedhof in Limburg, an seinem Grab. Vor der Andacht zu seinem Gedenken trafen sich hier eine Delegation der Tschechen mit der Strahowitzer Bürgermeisterin Ellen Majchakova und Vertreter aus Ruppach-Goldhausen, angeführt von Bürgermeister Klaus Henkes, einem Großneffen Richards, zur Kranzniederlegung. Eine Geste der innigen Verbundenheit, eine Freundschaft, fast ohne Worte, wie Bischof František Lobkowitz erklärt. Ja, die Leute sind froh, dass sie sich kennenlernen. Ob zwar bei uns schon wenigen Deutsch sprechen, aber trotzdem finden sie in der Gestikulation eine gemeinsame Sprache. Die richtigen Worte fand dann auch Pater Leo Wischnewski, Rektor der Palutinischen Gemeinschaft in Limburg, bei der Andacht für Pater Richard Henkes in der Marienkirche. 6 Jahre verbrachte Richard Henkes hier, gar nicht so fern von seinem Westerwälder Heimatort. Und doch, es war für den jungen Palutiner eine Zeit der Krise und schwieriger Entscheidungen, die ihn aber offenbar reifen ließ, zu einem mitfühlenden Seelsorger und einem Mann mit Rückgrat, einem Prediger, der offene Worte nicht scheute. Ja, zum Beispiel war heute auch beim Gottesdienst eine Zeugin, die hat beeidet, dass er auf der Kanzel in Branitz gesagt hat, die Tötung Unschuldiger ist Mord. Damit hat er eindeutig angespielt auf Geisteskranke, die dort waren, die das Lazarett räumen mussten. Und dabei sind eine ganze Reihe, wahrscheinlich Hunderte, umgebracht worden. Nur die Besseren hat man vorher noch früh genug nach Hause geschickt. Das ist eine Aussage, die hat ihm selbst wahrscheinlich der dortige Obere, nicht der Palutiner, sondern der kirchliche Obere, wahrscheinlich sogar etwas krumm genommen, weil er fürchtete, dann verliere ich noch mehr Leute. Der hatte schon ein, zwei dort verloren und es kam aber danach so, wie er befürchtete. Ja. Henkes wurde ins KZ gebracht. Und heute? Heute steht sein Name für Nächstenliebe und großen Mut. Das beeindruckt immer noch viele Gläubige. Sein Grab wurde zu seinem Todestag wieder einmal zu einer kleinen Pilgerstätte für seine Verehrer, die Henkes-Freunde aus allen Himmelsrichtungen. Sein Andenken lebt durch diese Menschen und bleibt deswegen tief verankert in den deutschen und auch in den tschechischen Herzen. Wir danken dir heute für das Beispiel des Palutinerpaters Richard Henkes. In einer Zeit, in der sich die damaligen Machthaber Deutschlands als Herrenmenschen über andere aufspielten und deren Leben in Krisen traten, hat er furchtlos deine ungeteilte Liebe zu allen Menschen verkündet. So wurde er Zeuge der Wahrheit, dass alle Menschen deine Schwestern und Brüder sind, Kinder des einen Vaters im Himmel. Bis zum letzten Tag seines Lebens hat er für die Wahrheit und die Nächstenliebe gekämpft. Seine Lebenszeit Stellung und ein Beispiel für uns und auch für alle kommende Generationen und dies nicht nur auf dem deutschen und tschechischen Gebiet.